In unserer Struktur sind wir also beim ersten Marketinginstrument angekommen, auf der operativen Ebene, auf der Ebene der Aktionen, bei der Produktpolitik. Produktpolitik, Strukturzahl 5, zerfällt in 5 Einzelgebiete. Das erste Einzelgebiet ist die Produktinnovation. Unternehmerische Bedeutung der Innovation auf einer Skala von 1 bis 10. 1 sehr niedrig, 10 sehr hoch. Unternehmerische Bedeutung sehr hoch. Auf einer Skala von 1 bis 10 der Wert 10. Innovation ist heute das, was die Märkte treibt. Und deswegen hat die Produktinnovation eine sehr hohe unternehmerische Bedeutung. Dabei gibt es zwei Probleme. Nämlich einmal bei der Einführung eine hohe Flop-Rate und am Markt eine schnelle Veralterung. Das heißt, wenn man vorher nicht genau bedürfnisorientiert vorgegangen ist, wie zum Beispiel gerade das Beispiel mit diesem Single-Hotel in Österreich. Da war relativ klar, dass das funktionieren würde, weil entsprechende Bedürfnisse da sind und weil die Zielgruppe sehr auch rein zahlenmäßig sehr stark ist, kann es passieren, dass bei der Einführung die Innovation floppt und wenn es am Markt funktioniert, relativ schnell veraltet. Das heißt, die Produktlebenszyklen werden kürzer. In der EDV-Branche ist man mittlerweile bei unterjährigen Innovationszyklen angelangt. Ja, also, dass man innerhalb eines Jahres mehrere Innovationen bringen muss. Das war früher durchaus mal anders. Da waren die Lebenszyklen länger. Also kurze Lebenszyklen, das sind die beiden Probleme hier. Hallo, Marius Ebert hier. Meine Videocoachings ersetzen komplett Präsenzseminare und Fernlehrgänge. Wenn Sie einen IHK-Abschluss machen möchten, brauchen Sie kein Präsenzseminar und Sie brauchen schon gar keinen Fernlehrgang. Meine Videocoachings mit dem gesamten kompletten Begleitmaterial, dem Hörbuch und der persönlichen Betreuung ersetzen das Präsenzseminar und ersetzen den Fernlehrgang. Wenn Sie mehr wissen wollen, klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.